Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 an die Arbeit. Ja, wir hatten in der letzten Folge den Garten ausgebaut. Und ja, mit Samantha male ich jetzt ein paar Bilder. Und ja. Aha, ich habe auf meinen Timer geguckt und mich irgendwie gewundert, was hier los ist. Du kannst mal gerne alle bewässern. Ja, dann darfst du da auch alles ernten. Na, das schmeiß ich weg. Das schmeiß ich weg. Huch. Ist das immer noch rot? Ja. So, jetzt. So, Kati. Kannst du dir was zeichnen? Nein, zeichnen, formen. Na, 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 na. Dir geht's voll gut eigentlich? Okay, das ist voll gut. Doch, irgendwie nicht so. Ja, mit Jenny bekommen wir bald ein Baby. Da fällt mir auf, dann können wir mal das Babybett wieder rauspacken. Das haben wir ja hier. Da. Ich würde mal sagen, wir packen das so in die Ecke. Da stört's nicht. So, das Baby kann kommen, ne? So. Ich hätte ganz gerne, dass, wenn Jenny fertig ist, sie vielleicht Samen kaufen tut. Blumen für Einsteiger. Machen wir 2 Packungen. Okay. Öffnen. Oh, ein cooles Ei. Das ist cool. Das kriegst du hier auf den Tisch. So, dann haben wir jetzt vor 2. Und dann. So. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen und Pflanzen. Wir haben sogar noch ein Päckchen. Aber ich denke, die Blümchen reichen hier vorne, sollen ja nur zu Deko dienen. So. Kommst du da hinten überhaupt dran? Okay. Das heißt jetzt, dass ist daraus nichts geworden. Das heißt, wir brauchen kleine Kübel. Okay. Da. Dann nehmen wir einfach 2 kleine Kübel. Oder auch nur einen. Ich möchte aber 2 Kübel haben. Nein, stopp. Machen wir das hier rüber. Den Briefkasten stellen wir mal da hin. Dann stellen wir da noch so ein Ding hin. Und den Briefkasten. Nö. Den Briefkasten dann hier hin und die Pflanze da hin. Das stupfen wir schon da rein. Und das auch. Und das kannst du dann auch bewässern. Und den Kasten nehmen wir nach hinten mit. So. Da haben wir noch andere Blümchen. Davon haben wir schon welche. Egal. Dann pflanzen wir die alle noch. Ich möchte ganz gerne nämlich vorne auch ein paar Blümchen haben. Dann sieht es irgendwie, glaube ich, heimischer aus. Ja doch. Bin dahinter so. Blümchen sind. Oder doch nicht. Ich weiß es nicht. Wir können die Kübel hier hinstellen, so jeweils an den Rand. Und da können wir noch irgendwie einen Dekoartikel hinstellen. Eine Mülltonne, genau. Deko. Dum, da, 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 dum. Okay.
Vielleicht, okay, dann doch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwie so was Neues, so was Tolles. Eine Pinnwand. Skulpturen. Ein Eschchen. Wir malen dein Eschchen hin. Genau, wir malen den vor allen Dingen dahin. Vielleicht irgendwas Pflanzliches da hinstellen. Oh, das ist teuer und klein. Und oh, die Gießkanne ist süß. Das ist sweet. Die stelle ich erstmal noch da. Das ist auch hübsch. Das ist aber eher was für drinne. Das ist ein bisschen zu schlecht. Ich finde das richtig hübsch. Gucken. Die Blumen sehen ganz hübsch aus. Dann stellen wir das quer dahin. Kann ich das mit alt so... Ich kann das auch, glaube ich, mit alt nur so... Ach so, drehen geht gar nicht. Kann man das gar nicht so... drehen. Okay, das ist ein bisschen schade. Egal, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Die Gießkanne finde ich voll sweet irgendwie. So. Finde ich irgendwie niedlich. Hat schon was. Dann haben wir da vorne so einen Wagen noch stehen. Ja doch, ist ganz cool. Ach, ich mag unseren Garten. Der ist ganz hübsch. Vor allem jetzt kommen die Blümchen ja noch zu. Kannst du die auch alle mal... Okay, Ellie ist... Oh, okay. Notfall. Notfall. Oh, da ist so ein Glas. So. Das schmeißen wir direkt weg. Na, bist du fertig? Inventar platzieren. Schnelle Mahlzeit essen. Was? So, nochmal. Cerealien. So. Besser wie's. Dann schlafen. Hygiene, du kannst mal nach oben kommen und duschen. Bin gespannt, wann das Baby kommt. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Und dann darfst du die bewässern. Habe ich die da vorne eigentlich schon bewässert? Ja, die sind bewässert. Das ist gut. Ich finde unser Haus eigentlich voll schön. Es ist doch recht groß. Klar, die einzelnen Zimmer sind irgendwie klein. Zumindest das hier und das hier. Das ist einigermaßen. Das ist aber echt riesig von Jenny. An Sammler verkaufen. Und abstraktes Gemälde malen groß. Die hat Rechnungen da, oder was ist das? Bitte ganz schnell runter. Hey lol, ich habe jetzt da so ein... The fuck? Was ist das denn für ein Bug? Okay. Auch noch nie gehabt. Achte. Jetzt habe ich da so ein Basilikum. Meine Post ist verbuggt. Muss ich keine Rechnungen zahlen? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Egal. Dann essen wir ein Gericht.
Und du hast auch Hunger, kannst auch was essen. Willst du nichts essen? So, ein Augenblick. Reset Sim. Reset Sim All. Reset Sim Michael. Rot. Sim not found. Da guck, ist es kaputt? Habe ich ihn kaputt gemacht? Hey, kannst du auch nichts essen? Oh Mann, hat schon wieder kaputt gemacht. Kann jetzt keiner daran? So. Einmal kurz speichern. Und dann mache ich das jetzt eben mit euch. So, dann mache ich jetzt einmal zurück zum Hauptmenü. Zurück zum Hauptmenü. Ich habe schon gespeichert. Ach ja. Was eine Geburt. Ja. Jetzt laden wir den Spielstand nochmal neu. Und ich hoffe, alles ist okay. Ja. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was da los ist. So. Wie jetzt? Nichts essen? Das funktioniert immer noch nicht. Muss ich das rausholen? Guck mal, ich hab's rausgeholt. Ah! Die können nicht an den Kühlschrank aus irgendeinem Grund. Egal, das Spiel neu starten möchte ich jetzt nicht. Das mache ich dann beim nächsten Mal einfach. Du kannst... öffnen. Gönnt euch mal Kuchen. Was zu essen braucht ja eh jeder. Auch wenn es so ein Kuchen ist. Ich habe mein Spiel einfach über den Grund und Boden gebackt. Das ist... eklig. So, du darfst es verwenden, dann darfst du es säubern, dann darfst du duschen. Hör auf zu schlafen. So schaffst du wieder nichts. Oh. Sieht ja mega begeistert aus. Kathi macht es wenigstens richtig. Sie schläft in der Nacht, jetzt zu den anderen. Sie schläft bis zum Morgen. Das ist ein anständiges Kind. Schläft nachts. Mhm. Nein. Samantha, lass es stehen. Du könntest ein bisschen spielen. Und Samantha, du könntest jetzt... noch ganz kurz schlafen gehen. Ist das noch? Nein, ist noch. Hä? Geht doch. So. Und du kannst auch schlafen gehen. Dir geht's auch nicht so gut. Dir geht's auch nicht so töfte. Möchtest du dann vielleicht ein Stück nehmen vom Kuchen? So. Die drei sind am Schlafen. Bisschen ausruhen. Ich finde irgendwie das Bett von Kathi irgendwie voll cool. Das ist so voll kindlich. Und irgendwie passt es auch mega gut in den kleinen Raum rein. Sprich, die kommt rein, hat ein Bett und einen Tisch. Und mehr hat die da auch nicht.
Aber sie hat ihr eigenes Zimmer, sie hat Privatsphäre. Hast du nicht zu Ende geduscht? Warum duschst du denn nicht zu Ende, Affe? Und dann musst du noch Fernsehen gucken, dass es dir wieder besser geht. Ja komm, hau rein in den Kuchen. Ich finde das cool, dass die Musik so mitläuft. Komm, du schaffst es. Schlag dich selber los. Ja, Mike hat die Logikfähigkeit Level 3 erreicht. Yay. So, du darfst aufs Klo. Du darfst aufs Klo gehen. Dann darfst du das aufwischen. Dann darfst du das. Was? Spülen? Spülen darfst du auch. Dann musst du es nur noch säubern. Und Jenny gönnt sich vor der Arbeit noch. Ich glaube, du musst gleich zur Arbeit, ne? Oder? Um 7 Uhr heute. Es sind 4 Stunden. Aber Leute, es ist jetzt auch Zeit, den Part zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Sims 4. Bis dahin. Tschüss.